Heyo und willkommen zurück zu der Long Dark. Wir brauchen hier noch einen Moment, um unsere Temperatur ein bisschen zu füllen. Und da gerade der mit dieser Folge der letzte Tag des Giveaway startet, sage ich nochmal spontan, ne? In der Folge 64 am Anfang wird beschrieben, was, wie, wann, wo man The Long Dark für sich selbst gewinnen kann. Gut, so, gleich bin ich voll. Voll. Okay. Ich werde nass werden. Ich werde von Wölfen gejagt werden. Aber ich bin bereit dazu. Im Grunde genommen ist es egal. Ich kann noch ein bisschen schräg einschlagen, damit ich mir ein bisschen Weg spare. Denn es ist doch etwas kühl. Wenn ich da lang gehe, dann kann ich mich hier durchquetschen. Und kann in der Kanada-Hütte einen Notfallstopp machen, wenn es denn sein muss. Das Gewicht sieht einigermaßen okay überladen aus. Na gut, bis zum Staudamm, das wird ein guter Weg. Einmal nochmal quer über die Map. Und ich glaube, von dort aus geht es dann in die nächste Episode. Habe ich so die Befürchtung. Das heißt aber, mir fehlt noch einiges. Mir müssten noch zwei Hütten fehlen, die Schlüssel dazu. Theoretisch. Und noch irgendwas? Ja, irgendeine Dingsbums, wo ich nicht weiß, worum es geht. Na, Häschen. Eine quasi Trainingsaufgabe. Wo ich halt keinen Plan habe, worum sich dabei handelt. Oder was ich tun muss, um die zu triggern. So. Breche ich mir alle Knochen? Breche ich sie mir? Na, nee. Okay. Das macht mich glücklich, aber ich muss auch diesen Berg wieder runter. Da haben wir nochmal das gleiche Problem. Ja. Das sieht steiler aus, als ich dachte. Sieht nicht ganz so hart aus. Aber da ist Richtung Hütte. Naja, ich werde mal sowieso was brechen. Mit Sicherheit. Davon ist schwer auszugehen. Da ist hier altes Holzhütte. Okay. Kein Bruch bisher. Das überrascht mich. Der Bruch will mich wieder überraschen, ne? Bin mir sicher. Da ist ein Wolf. Er hat mich gesehen. Scheiße.
Fuck! Piss dich! War jetzt blöd der Baum im Weg. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Klamotten werden langsam nass. Bin auf dem richtigen Weg. Muss ich auf jeden Fall Boxenstopp in der Hütte machen. Ich muss Klamotten ein bisschen trocknen und mich aufwärmen. Da komme ich nicht drum rum. Und vielleicht nur auf ein, zwei Klamotten reparieren, je nachdem, was es gerade erwischt hat. Naja. Wird schon. Ich sehe mich da. Müssen wir da eben nochmal einen Boxenstopp machen. Das ist nicht so schlimm. Gelange bei Nacht in den Damm, während der Himmel leuchtet. Also bei Nacht sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Aber ich glaube, nicht jede Nacht leuchtet der Himmel. Und dann bin ich ja auch noch zeitlich gebunden, oder? Weil ich muss ja dann da alles anschmeißen und so. Das könnte dann nochmal eine Schwierigkeit darstellen. Naja. Aber was sind schon Schwierigkeiten? Ich habe den großen Bär mit seiner Existenz beraubt. Und viele, viele Bärenangriffe überlebt. Was soll mir da noch passieren? Temperatur geht ganz schön runter, aber ich kann nicht viel schneller laufen. Aber wir sind ja gleich da an der Hütte. Ach ja. Ja, sei nicht so kleinlich. Wir sind doch gleich in der wärmenden Hütte. Da ist sie doch schon. Ich kann sie schon erblicken. Freudestrahlend. Da ist sie, die Rettung, die wunderbare Rettung. Ein Häuschen, ein süßes kleines Häuschen und rein. Schön. Hier sind wir wieder. Ich hätte mich doch um diese Hütte hier bemühen sollen. Dann hätte ich nicht so das Problem gehabt mit meinem ganzen Stuff. Dann wäre das nämlich hier gewesen. Waffe können wir mal wegpacken. So. Haben wir hier überhaupt noch was drin? Ja. Und sogar noch Wasser. Das ist natürlich eine schöne Sache. So, dann würde ich sagen, mache ich erstmal ein Feuerchen. So, nee, mit Streichhölzer bitte. Altholz, habe ich meinen Brandbeschleuniger jetzt schon verbraucht? Okay, das ist schlecht. Ein Buch. Dann nutzen wir eben ein Buch. Brandbeschleuniger hatte ich übel viel, aber wiegt halt auch.
War ich jetzt nicht so motiviert, da großartig viel mitzunehmen. Yep. Brauche ich was zu essen? Also so richtig nicht. Ich gucke erstmal, wie es den Klamotten geht. 70, 92. Die lassen sehr nach. Die haben nachgelassen. Okay. Okay, die hier würde ich auf jeden Fall mal reparieren. So. Die sind wieder schick. Die kann ich nicht reparieren, weil ich keinen Kaninchenpelz habe. Ganz toll. Ja, 72% lohnt sich eigentlich noch nicht, genauso wie 70. Ich glaube, ich kriege immer 33-34% für eine Reparatur. Ich bin da schon ein bisschen... Bisschen pingelig bin ich da schon. So, Garen. Was hätten wir denn? Schweinefleisch mit Bohnen. Geschmackloses Schweinefleisch. Okay. Frische Tomatensuppe. Ach, die ist gar nicht so cool. 300 Kalorien. Ja, dann rein da. Gönnen wir uns. Dim. 11 Minuten. Was bringt mir das hier? Stoff. Ich kann das Kissen nicht einfach zerreißen, ne? Es ist schon... Ist schon speziell. Oh, rein damit. Schön, 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 schön. Okay. Achso, jetzt habe ich hier irgendwie eine Dose irgendwo. Die ich nicht haben will. Da. Und... Oh, hier bin ich langsam sehr begrenzt. Okay. Ja. Der Tag ist erst halb rum. Ich muss aber bei Nacht in den Staudamm. Ich kann da doch bestimmt vorher schon hin, oder? Also würde mich wundern, wenn nicht. Achso, vielleicht möglicherweise sollte ich noch was trinken. Schön. 2,72, das sollte eigentlich reichen. Eigentlich. Nein, reingucken. Komm. Ja, also 3 Liter und ein bisschen. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Okay, ich bin definitiv gutgehend aufgeheizt. Das läuft hier noch eine Stunde, okay. Und ich muss eine Nacht durchmachen. Aber ich habe ja die Energieriegel. Sollte das funktionieren? War es das eigentlich schon wieder mit dem Zwischenstopp? So, kann ich irgendwo abkürzen? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Eigentlich einfach der Schiene nach. Bis hoch. Ja. Das machen wir wohl. Das machen wir wohl. Ja, dann mich großartig hier aufhalten ist jetzt auch Quatsch, ne? Kriege ich ein Altholz aus der Kiste. Dauert aber auch nur 8 Minuten.
Hier kriege ich eine bunte Mischung, aber anderthalb Stunden. Dann haben wir hier beim Stuhl. Kriege ich 4 Altholz, aber kostet auch eine Stunde. Minuten für 3 Altholz. Ein bisschen Altholz hätte ich schon gern. Bin ich jetzt nicht so. Aber sind die 8-Minuten-Kisten eigentlich immer noch am geilsten. Oder 15 Minuten mit der Hand. Ja, das machen wir mal. Die 15 Minuten habe ich. So, haben wir hier noch eine Kiste rumstehen? Nö. Haben wir denn oben noch eine Kiste rumstehen? Wie er vor Überladung vor sich hin stöhnt. Da ist noch eine Kiste. Schön. Okay. Ja, das Feuer ist eh in 11 Minuten durch. Töpfe braucht man nicht. Ich habe meinen einstecken. Dann tuckeln wir weiter. Na, gönne ich mir vielleicht. Hoch. Das war nicht der Plan. Aber ist trotzdem okay. Ja. Gut, auf geht's. Wir werden bestimmt noch mal dem einen oder anderen Wolf begegnen auf dem Weg. Mindestens auf der Brücke war noch einer, wenn ich mich recht erinnere. Mal sehen, wie das wird. Hier ist auf jeden Fall gerade keiner und das ist gut. Sonst würde das Reh nicht so freudig stolzieren. Oh ja, die Reise wird ein bisschen dauern, aber... Es scheint mittlerweile der Tag angebrochen zu sein. Richtig, ja gut, wir haben mitten am Tag, ja, aber... Ach, der Schneefall lässt auch nach. Denn ich verliere keine Temperatur mehr, was gut ist. Ich hoffe, das hält eine Weile. So. Auf den Schienen. Wandern wir Richtung Staudamm. Ja, ja. Schon schön, schon schön. I'm walking down the street, I'm walking. Dip, 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 dip. Treibe ich jetzt, also ist das Reh so doof? Ah ne, jetzt geht's zur Seite weg, okay. Ich dachte schon, ich treibe das Reh jetzt tatsächlich schön voran. Die ganze Strecke. Was ich jetzt also nicht nachteilig fände. Wenn das Reh die ganze Zeit voranrennt, dann ist das wie ein Wolfmeter. Da weiß ich sofort Bescheid. Und krieg den vielleicht sogar abgelenkt. So. Da müssen wir dran vorbei. Ach ja. Die guten Wanderfolgen, wo im Grunde genommen absolut nichts passiert.
außer wandern. Und Wölfe natürlich. Wandern und Wölfe. Aus der Ferne habe ich auf jeden Fall schon wieder was jaulen hören. Irgendwo müsste theoretisch ein Wolf sein. Kann natürlich auch da oben irgendwo sein oder wo auch immer. Ist immer nicht so leicht zu sagen. Naja. Da ist er. Der sieht mich so oder so. Schlau wäre es, direkt drauf zu schießen. Keine Ausdauer mehr. Das ist aber auch ungenau. Gut. Da ist er. Nehmen Sie mal mit. Kann jetzt nicht schaden. Dum dum dum. Dum dum dum. So, erster Wolf auf der Strecke überwunden, ohne angegriffen zu werden. Das ist ja, das ist ganz gut. Ich bin der große Bärentöter. Was soll mir auch so ein Hündchen auch antun? Das ist ja nix. Mann, ist das weit. Kann ich da abkürzen? Nee, macht keinen Sinn. Ich dachte, wenn ich hier rechts runtergehe vielleicht, aber... Nee. Macht einfach keinen Sinn. Ach ja. Auf Wanderschaft. In der kalten Kälte. Die Kaltkälte. Naja. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wo noch die restlichen Schlüssel sind für die Hütten. Und was für eine Aufgabe das ist, die ich da noch als Überlebenstraining offen habe. Würde mich schon interessieren. Ich bezweifle zwar, dass wir das in diesem Let's Play dann noch machen werden, weil ich da schwer davon ausgehe, dass ich dafür nochmal irgendwo quer über die Map zu irgendeiner Leiche in irgendeiner Ecke muss, um mir den Schlüssel zu besorgen. Und ich nicht vorhabe, wegen diesen einen Hütten, auch wenn vielleicht, weil ich diese eine Patrone gefunden habe, da irgendwo ein Revolver ist. Aber, naja. Da sage ich mal, ich kann verzichten. Gewehr ist sperriger, schwerer und ja. Wie es mit den Zielen aussieht mit dem Revolver, weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, ich kann auf den Revolver tatsächlich verzichten.
kostet mich vielleicht ein bisschen Gewicht und ist gut. Ja, da vorne ist schon unser Ziel. Der Vorplatz zum Damm. Und da links müsste der Damm sein. Aber auf der Brücke müsste eigentlich, oder zumindest in der Nähe der Brücke, müsste noch ein Wolf sein. Da ist er. Piss dich. Sehr gut. Hat funktioniert. Die Waffe macht wieder Eindruck bei den Wölfen. Ah, und da ist der gute Damm. Und der Tag geht auch langsam zu Ende. Ich hoffe, das Wolfsheulen kommt gerade von hinter mir. Bäm, Junge. Bäm. So nicht. Noch irgendjemand? Oh. Ein brennendes Feuer. Das kann doch nur einer sein. Der gute Methusaleh. Aber mit dem reden wir erst in der nächsten Folge. Denn wir sind eh am Folgenende und das Gespräch dauert bestimmt wieder einen Moment. Na gut. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir mit Methusaleh reden. Dann nochmal vielen Dank, bis dann und ciao, ciao. Attention.